Moin liebe Leute und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play OMSI 2. Heute wieder auf Hamburg, ja. Mal wieder auf Hamburg, genau. Aber ich muss sagen, Hamburg ist eine Map, die mir echt Spaß macht. Vielleicht, weil ich Hamburger bin, aber naja. Ich hoffe, euch macht es auch immer Spaß, mir dabei zuzugucken, wie ich ein bisschen auf Hamburg rumdonner. Und wir fahren heute mal die Linie 109 zurück mit dem Volvo 7900. Ist natürlich ein Hybridwagen, ein diesel-elektrischer Hybridbus. Natürlich von der Hochbahn mit der Vision Air Beklebung, kann man sagen. Ja gut, den Bus kennen wir glaube ich alle. Ich zeige ihn trotzdem einmal grob. Das ist Le Bus, ne? Wunderschön die Türen mit diesen komischen Besen da unten. Notan könnten wir glaube ich auch drücken, aber das mache ich mal nicht. Ja, schön, ne? Ich bin der Manni hier, der gute alte Manni, der Busfahrer hier. Nö. Und dann geht es auch los, ne? So, dafür legen wir mal den Drive-Gang schon mal ein. Lösen schon mal die Bremse. Ja gut, die Haltestellenbremse habe ich noch drin. Gut. Dann melden wir uns mal an hier. PIN ist 1506 und die Umlaufnummer ist 55204. Okay. Dienstnummer, ja. Ja. Erstmal als Leerfahrt fahren wir rüber bis zum Hauptbahnhof. Bis zur Einstiegshaltestelle. Wir können mal hier den Fahrkartenverkauf anmachen. Weil der Bus uns ja die Möglichkeit bietet, ne? So, hier funktioniert nämlich alles mit den Fahrkarten. So, der Motor ist übrigens schon an, wundert euch nicht. Er ist gerade im Hybridmodus. Nämlich, wenn ich jetzt Gas gebe, werden wir nach vorne rollen. Man hört das vielleicht ganz leicht. Der Bus ist natürlich sehr leise. Das braucht aber einen gar nicht verwundern. Denn das hat die Hybridtechnik so an sich, dass sie beim Starten super, super leise ist. Die Ampel steht da nicht so günstig, muss ich sagen. Hätte vielleicht doch hier stehen sollen oder so. Das ist jetzt ungünstig, dass wir hier einen kleinen Stau haben. Weil, wenn jetzt hier grün wird, bringt uns das gar nichts, weil sich die Autos schon wieder hier zusammengesammelt haben. Muss mal ganz kurz raustappen. So, jetzt laden die neu. Jetzt pass mal auf, wenn ich gleich in den Bus springe, wenn er fertig geladen hat, sind nämlich die Autos da weg und wir können fahren. Ja, das passiert leider, wenn man da etwas länger steht, dann sammeln sich die Autos auf dem Haufen zusammen und... ja, kommt sich dann sehr stark in die Quere. So, ihr seht. Jetzt kommen wir hier gleich links. Dann ist alles super. Ein sehr langer Sprinter. Bin mal gespannt, ob wir einen Solaris als Kollegen finden. Noch ein MAN. Beim Solaris ist die Chance sehr niedrig. Da wir nur 5 Stück hier rumfahren haben, wie in echt. Bei dem MRNs haben wir hier 10 Stück eingestellt. Ist angenehmer so, ne? Ja, ist ein bisschen heller. So, ich habe mal einen Schluck getrunken. So, Standlicht reicht aus. Da leuchtet gar nichts. Lol, das ist das Tagfahrlicht. Beim Standlicht leuchtet gar nichts. Ja, okay, auch nicht schlecht. Ja, dann leuchtet halt gar nichts. Muss ja auch nicht immer was leuchten, ne?
Hauptbahnhof Zepp. Da sind wir jetzt angekommen. So, wunderbar, jetzt könnt ihr direkt einsteigen. Hallo. Moin. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Moin. 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 €1,50. 8,50, bitteschön. Wir haben direkt Groin hier. Ich glaube, die war eben noch grün, ne? Mist. Nächste Haltestelle. Hauptbahnhof Mönckebergstraße. Mag diese Art von Rollos, die man einfach hoch und runter ziehen kann. Die sind schön einfach. Oh ja, und das ist auch ein gutes Rollo. Das Rollo, das verdeckt nicht den Spiegel. So. Jetzt wirkt das so dunkel hier. Macht das wirklich einen Unterschied? Nee. Aber es fühlt sich irgendwie so an. Weiß auch nicht. Ja, aber mache ich lieber nicht, weil ich glaube, das zieht wieder FPS hier, wenn man die Lichtkegel noch berechnet und so. Darum lassen wir das einfach mal. Oh, da ist ein Jasperwagen. Jasper gibt's ja auch nicht mehr. Ist ja alles Hochbahn. Und Jasper hat jetzt nur noch Reisebusse und so. Bist du ein Bus oder ein Taxi? Ach, Entschuldigung, du hast eine S-Klasse, ne? Na, dann darfst du's. Der darf doch gar nicht abbiegen, oder? Stand doch nur Bus und Taxi. Der Bus ist in echt übrigens auch so leise, darum werde ich ihn jetzt nicht lauter stellen. Huch. Oh, ich habe meinen Ton selber gerade ein bisschen leise, sehe ich. Hallo. Hallo. Darum kommt er mir so sehr leise vor. Moin. Moin, moin. Moin. Ein Fahrschein? Ich hätte gerne Kinderwasser, bitte. Ja, schön, bitte, bitte, bitte. 1,10 €, bitte schön. Ach. Nächste Haltestelle. Gerhard Hauptmann Platz. Ich muss sagen, der Bus hört sich echt realistisch an, so vom Sound. Kann man sagen, was man will, das hört sich schon so an. Dieses leichte Wimmern, so dieses. Das hört sich schon geil an. Das ist leider blöd, dass ich 20 km/h nicht sehe und 30 und so. Oha, Linie 3, juhu. Hallo. Moin. Hallo. Moin, moin. Guten Tag. Tag. Thank you.
Rathausmarkt. Ach stimmt, mit dem Bus haben wir Ansagen. Toll. Du darfst hier doch gar nicht fahren als normales Auto, oder? Ah, ihr seid S-Klassen, ihr dürft das, oder was? Nach dem Motto. Oder er denkt, er ist ein Taxi, das kann natürlich auch sein. Machen wir die fertig, bitteschön, dankeschön. So, Tageskarte 2,50 Euro, bitteschön. Hallo? 1,50 Euro für eine Kurzstrecke, bitteschön. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Ja, 2,10 Euro macht das. Könnten Sie mir mal bitte ein Auto und ich möchte Bus fahren? Bitte schön. Unser Elektrotank ist noch schön voll, unsere Batterie. Jungfernstieg. Jetzt wollen wir nochmal hin. Jungfernstieg. Warum sagst du den Jungfernstieg? Nächste Haltestelle, U-Bahn Gänsemarkt. Ich finde das sehr interessant, wie bei den verschiedenen Herstellern die Busse doch anders sind, ja. Und zwar haben wir beim Volvo diese wahnsinnig gewölbte Frontscheibe, das ist ja bei MAN auch so ein bisschen gewölbt. Und bei Mercedes hast du ja die glatte Frontscheibe, dann kommt diese Säule und dann kommt erst wieder die nächste Scheibe. Ist schon anders. Die Frage ist, was besser ist. Wollen wir gleich mal hinter dem Fahrradfahrer fahren? Er parkt übrigens an der Ladezone. Oh. Er fährt nur 10 km/h. Das ist aber sehr langsam. Für einen Radfahrer muss man sagen.
Ist ja so schnell wie ein Fußgänger. Ja, mal schön lang kratzen, ne? Oh, und gleitet auf den Gleitbordstein rauf. Oh, eine Linie 5, oder was bist du? 4. Also ein MAN können wir einen Haken setzen. Jetzt müssen wir nur noch ein Klaris finden. Hinter uns ist ein C2, wie ich das sehe. Hallo? Weil ich kann ihn noch drinnen lassen. Vielleicht spawnt er noch jemand drin noch rein. Welche Linie ist denn das? Schnellbus 37, ne? 34. Jetzt machen wir die mal raus. Ich mach schon mal die Tür zu. Damit wir gleich losdüsen können. Da fahren wir schon mal los. Die Ampel wird ja gleich grün. Ne, holen wir mal unsere Verspätung auf. Wobei man auf der Linie leicht Verspätung aufholen kann, muss man sagen. Andererseits ist mit Volvo schwieriger, weil der jetzt nicht so schnell anfährt. Mit seinem ZF-Getriebe und mit seinem Elektroantrieb leicht vorne am Anfang, so 112er da vorne, ne? Ne. Ein 36er, aha, der biegt da ab, okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Elektro-Tank, die Batterie anständig auffülle wieder. Bitte einmal den Alureich. 2,10 €. Richtig, habe ich gut im Kopf gehabt. Was ist denn jetzt hier los? Kann da mal fahren. Ja, ja, ich habe mal zu viel gegeben, habe ich auch gemerkt. Oh, der Citaro hängt uns auch hinten an der Stirn, hätte ich beinahe gesagt. Moin. Sechser. Es fühlt sich so schnell an, 50 km/h mit dem Volvo zu fahren irgendwie. Wahrscheinlich, weil man sonst nicht so schnell fährt mit dem Volvo. Ich wollte extra sachte bremsen und dann bin ich vorne einen Kartstein gekommen. Und kannst den. Aha, der 34er fährt da lang. 36er und 34er haben interessante Fahrwege. Linienwege, wie auch immer. Das war ganz schlecht gebremst. Aber der Elektrotank wird bis zum Ende reichen. Warum sage ich immer Tank? Batterie, Punkt, fertig. Der hat mich verschluckt. Also, Entschuldigung, ich wollte nicht sterben hier. Wäre ungünstig gewesen jetzt in der Aufnahme. Wäre auch komisch. Wie voll sind wir denn? Also nicht wir, der Bus. Okay, so werde ich das nicht mehr sehen. Na, geht ja so, ne? Aber schon ganz schön voll für 109 Verhältnisse. Lässt du mich raus?
Dankeschön. Du bist nicht auslassen. Naja, muss man mit leben, ne? So, wir haben wieder 0-0 Verspätung gleich. Also passt alles. Gleich dürfen, glaube ich, nur noch 30 fahren irgendwo. Ich weiß nicht, wo das genau so ist. Sollen wir mal schauen. Moin. Ein Ticket für den Großbereich. 3,80. Nein, 3,10 €, Entschuldigung. Ist hier 30? Ich glaube, hier ist 30. Naja, halten wir uns mal dran. Da ist eh rot. Immer hat sich der Tank ein Stück gefüllt. Oh, der Ding ist ein bisschen gefüllt, der Himmel. Der Batterie. C2. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Oh, der hat auch gestockt, aber ist noch weiter gefahren über Rot. Moin. Hallo. Ich hätte gerne den Kinderfahrschein, bitte. Kinderfahrschein für 1,10 €, bitteschön. Danke. Bitte. Mir ist gerade aufgefallen, der Stoppknopf reflektiert. Reflektiert, aber ganz schön in der Sonne. Ist hier noch 30? Ich weiß es gar nicht. Ich halte mich mal an die ungewisse 30er Vorgabe. Moin. Hallo, einmal kurz dreckig. Mal kurz dreckig. Danke. Bitteschön. Ich will fast nie eine einstellen, ist mir aufgefallen. Feuerwehr! Ein Hoch auf Bremen für dieses Detail.
Schon cool. Oh, leider fährt sie nicht in meine Richtung. Achso, wir müssen sowieso nach links wechseln, da parken gleich Autos. Na, oder? Ja, einer parkt da immer. So ein Arschloch. Oder nein, ein Solbus. Oh, der ist aber auch nicht besonders wohl. Oh oh. Ich war ein bisschen zu spät geraten, das gebe ich auch mal zu, offen und ehrlich. Hallo. Hallo. Oh Gott, ich bin müde. Oh. Ja. Mit der Hude. Warum überholt der hinten mich nicht? Der Eierkopf. Der Wasserkopf. Nächste Moin. Hallo. Am Winterhut am Marktplatz machen wir gleich mal eine Pause. Würde ich sagen. Ich denke, das passt zeitlich ganz gut rein. Hi. War das gerade ein MAN und der ist einfach despawned? Manu! Oder war das ein Solaris? Ich glaube, es war ein MAN. Aber auch schade. Wir haben noch kein Solaris diese Folge gesehen. Ich weiß gar nicht, ob dieser Bus jetzt so richtig für die Linie überhaupt gemacht ist, ja? Also, du musst sehr, sehr viel bremsen und immer anfahren und so. Von daher lädst du den Elektrotank gar nicht mehr richtig auf. Weil du bremst einfach immer zu viel. Du fährst zu viel neu an. Mehr längere Strecken, wo man richtig ausrollen könnten. Kann. Die würden eigentlich den Tank wieder voll kriegen. Ein Volvo. Vielleicht treffen wir hier noch auf dem Solaris. Oha.
Erstmal treffen wir auf dem MAN. Leider funktioniert die Linienanzeige bei dem Bus nicht. Ist aufgefallen, immer wenn die Map irgendwo endet, dann sind die Straßen da heller. Das ist jetzt Zeichen, dass man sich verfahren hat und als Zeichen, also und wahrscheinlich für die Performance-Ersparung muss. Weil guckt euch mal die Texturen und die. Die ist ein bisschen sehr schlecht aufgelöst hier. Hier glaube ich genauso. Ah, es ist abgespeckt. Ist doch auch ein Endhaltestellenpunkt, ne? Weiß ich nicht, glaube ja. So, ich verkaufe mal die Karte. Die Karte? Ah, das bin ich in 3 Minuten. Cool eigentlich. Oh, ich bin ein bisschen weit weggefahren vom Bordstein. Na, macht nichts. Können wir mal hinten lüften, ne? 4 Minuten kommt der nächste, den werden wir wohl auch nicht mehr treffen. Kannst du mal aufbleiben? Ja, leider werden wir hier im Moment keinen mehr treffen. Ey, warte mal. So. Gehst du jetzt wieder ernsthaft zu? So. Warum fahrt ihr eigentlich nicht? Wollt ihr nicht? Oder soll ich den Blinker rausmachen? Oder soll ich den... Ja, lol. Dann mach ich den Warnblinker an. Ja, helft. Vielleicht mach den am besten aus. Welchen Blinker soll ich denn reinmachen, dass ihr fahrt? Gar keinen, okay. Jetzt ist egal. Jetzt fahren wollt ihr nicht fahren. Doch, gelüftet ist genug. Dann fahren wir jetzt einfach los, ne? Die nächste Phase. Würde ich sagen. Warum ist das eigentlich eine Dreierampel? Müsste das nicht eine Zweierampel sein? Doch, da ist doch noch ein Bus. Von wegen, wir sehen keinen mehr. Bräuchte eigentlich nur eine Ampel. Ja, Knickschutz verarschen oder was? Jetzt sind wir doch gut in der Zeit. Also gut gepasst oder nicht? Thank you.
frage mich, gibt es den Volvo 7900 eigentlich auch als Nicht-Hybrid-Variante? Ich weiß es nicht, darum frage ich, ja. Aber ich glaube fast nicht. Aber warum? Na wohl, den Mercedes Facelift gibt es ja auch als Nicht-Hybrid. Ist halt billiger, ne? Ah, ich finde die nicht schlecht, die Volvo. Uiuiui. Ja, muss es. Oder ich kann auch den Jungen überfahren. Also sowas. Konnte man ja nicht sehen, dass die Ampel da rot wird auf einmal. Konnte man generell nicht sehen, die Ampel. Moin, moin. Moin. Das kenne ich schon, die Kreuzung hier. Wir lassen eigentlich rein hier. Beziehungsweise hier killen die einen. Wenn du nicht schneller bist als der andere. Ist ganz schön unfair. Und Türen auf. Arzt. Ich bin Arzt. Lasst mich durch. Ich bin Arzt. Hey. Hallo. Moin, moin. Komm halt vorne rein. Einer muss rein. Jawohl. So, der Elektrotank ist mittlerweile auch leer gelutscht. Vielleicht lädt er sich gleich nochmal ein bisschen aus, wenn wir mal einmal rollen oder so. Wollen wir mal schauen, aber groß aufladen wird er sich nicht mehr. Das ist klar, glaube ich. Aber jetzt können wir den noch ein bisschen aufladen hier mit Rollen. Hoffentlich passiert da nochmal was. Er ist ja leerer geworden und statt voller. Der Motor geht auch schon gar nicht mehr aus, weil noch zu wenig Elektrik drin ist.
So, da sind wir schon an Uralsterdorf angekommen. Endhaltestelle, meine Damen und Herren. Bitte steigen Sie hier mal aus. Nee. Die liebe Ansage hat schon wieder rausgehauen hier. Jetzt krabbeln wir mal hier dran. Wunderbar. Zack. Und alle raus. Ja, wunderbar. Alles okay. Einmal zu früh. Das macht nichts. WWW-Hochbahnschilder wäre direkt, ne? Oder nein, Fahrtende ist auch okay. Fahrtende ist auch okay. Licht müssen wir mal ausmachen. Neutralen Gang, Motor aus. Gang, Parkbremse rein und fertig sind wir heute mit dieser Folge und mit den Nerven. Darum sage ich euch jetzt mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein. Auf Wiedersehen. Tschüss.